Meine Damen und Herren, es wäre mit Sicherheit kein Problem, jeden Montagabend dieses Jahres mit Themen, die ausschließlich vom Neuen Testament abgeleitet, auf dieses zurückgeführt werden können, von ihm handeln und dort aufgeworfene Fragen vertiefen zu füllen. Natürlich, die Zentralfigur des Neuen Testamentes und was das bedeutet, wenn ich es so sage und warum ich damit schon einen ganz besonderen Akzent setze gegenüber allen anderen vergleichbaren Schriften, ist Jesus Christus. Was ließe sich für jeden Christen diesbezüglich Grundsätzliches sagen? Denn es ist ja so, das Christentum lebt nicht in erster Linie von einer großartigen Lehre, von einem Entwurf der Ethik, von Regeln und Dogmen. Nein, es geht eigentlich ausschließlich zurück auf jenen Mann aus Nazareth, von dem es im Glaubensbekenntnis so ganz schlicht heißt, ich zitiere noch einmal, damit man es ganz bewusst ins Bewusstsein aufnimmt: Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen ins Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Interessanterweise, warum eigentlich, so müsste man fragen, ist da von der Lehre, von den Worten und Taten Jesu, zum Beispiel von seinen Gleichnissen oder der Bergpredigt oder diesen fantastischen Wundern, die er getan hat, mit keinem einzigen Wort die Rede. Vieles, was wir von ihm wissen, scheint also nicht an der ersten Stelle zu stehen. Christentum lebt von jenem Mann aus Nazareth, sagte ich, wohl mehr noch von der persönlichen Beziehung zu ihm. Das wird auch im Neuen Testament sehr deutlich. Man könnte berichten über die Geschichte der ersten Christen. Wie kam es, so muss man sich ja fragen, dass von diesem jüdischen Rabbi, der nicht einmal am Tempel in Jerusalem lehrte, auch nicht zu den berühmten Schulen des rabbinischen Denkens gehörte, der vielmehr praktisch ausschließlich in der Provinz, völlig unabhängig von den großen zentralen weltpolitischen Geschehens gewirkt hat, ein Augustus hat ihn überhaupt nicht gekannt, nie zu Gesicht bekommen, er wusste gar nicht von ihm. Die Gelehrten Roms haben nicht einmal vom Hörensagen von ihm etwas wahrgenommen. Außerhalb der wirklich lächerlich unbedeutsamen römischen Provinz Judäa war von ihm nicht die Rede. Wie war es möglich, dass von ihm, dessen wenige Getreue schlichte Handwerker und Fischer waren, eine solche phänomenale Ausstrahlung ausgehen konnte und eine Wirkungsgeschichte, die bis in die heutige Zeit reicht? Dass innerhalb von 250 bis 300 Jahren er rein historisch betrachtet zur bestimmenden zentralen Figur der Weltgeschichte wurde. Die Geschichte des Urchristentums sicher ein ganz spannendes Thema. Und natürlich die großen heilsgeschichtlichen Daten, die bis heute den Ablauf unserer Jahre prägen. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, was ist da eigentlich geschehen? Welche Bedeutung, wie schön, dass wir alt und jung heute zusammen sind. Das gehört zur Schöpfungswirklichkeit, die wir auch aufnehmen und die sicher auch von diesem Jesus Christus, von dem ich spreche, als solche sehr ernst genommen würde. Das werde ich heute noch an einem Evangelium transparent werden lassen. Was ist an diesen großen Tagen, die wir jedes Jahr im Kirchenjahr feiern, wirklich geschehen? Welche Bedeutung hat das Kreuz Christi? Warum steht es immer im Zentrum christlicher Verkündigung? Ich war heute Morgen auf einem Friedhof in Kiel und ein riesiges, großes Kreuz stand über allem. Das ist die Zentralfigur, von der Christen immer geredet haben. Warum können Christen an Gräbern Lieder anstimmen und von einer Zukunft reden, wo alle anderen nur noch zurückblicken? Was ist es mit dem Heiligen Geist?
Ist das nicht eine überholte, mittelalterlich anmutende Lehre? Und brauchen Christen so etwas heute noch? Dann die Frage, wie ist das zu verstehen, Jesus, Sohn Gottes, wahrer Mensch, wahrer Gott? Die Kernfrage nicht nur der Philosophen und herausgehobenen Denker der ersten vier christlichen Jahrhunderte, es ließe sich sehr spannend in der christlichen Dogmengeschichte nachverfolgen, die darüber sehr detailliert und sehr präzise nachgedacht worden ist. Alle Themen, über die ich nicht mit Ihnen nachdenken möchte, obwohl sie wahrhaft lohnend wären, intensiv bedacht zu werden. Ich habe mir nämlich vorgenommen, Ihnen an 8 Abenden das Neue Testament vorzustellen. Ihnen die wesentlichen Gedanken, Inhalte, Aussagen und auch Texte der neutestamentlichen Schriften vorzustellen. Und auch da kann ich natürlich nur ganz vorsichtig einige Schneisen schlagen. Allein über die Entstehungsgeschichte der Gattung Evangelium, was ist das eigentlich, ließe sich problemlos ein ganzer Abend referieren. Über die Theologie des Römerbriefes, um nur einen der großen paulinischen Schriften und Briefe herauszugreifen, da sind Regale von Büchern gefüllt worden. Und sie haben die großen Gelehrten von Augustin über Luther bis hin zu Schleiermacher und Karl Barth mit seiner berühmten ersten und zweiten Ausgabe des Römerbriefs, die ganze Theologiegeschichte noch einmal grundlegend von einer anderen Optik her angepackt hat, fasziniert. Oder die Offenbarung des Johannes, Geheimnis umwittert, in Frage gestellt, Objekt beliebig vieler Spekulationen und Zeitendeuter, bis hin zu den modernen esoterischen Spielwiesen. Jeder hat da etwas beizutragen. Was hat es mit diesem Buch auf sich? Das allerdings werde ich näher betrachten am letzten wieder 8 Abende. Warum ist es in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen worden? Wie kommt überhaupt so ein Kanon zustande? Kanon heißt die Zusammenstellung der 26 Bücher des Neuen Testamentes. Warum sind es gerade diese und warum nicht andere? Was will es uns heute sagen? Ich könnte beliebig weitere Themen nennen, die in diesem Kontext von hoher Relevanz wären. Doch all dies würde natürlich den Umfang von 8 Abenden je, und das habe ich mir ja vorgenommen, 1,25 Stunden bei weitem übersteigen. Ich möchte mit Ihnen, so sagte ich, dass ich möchte Ihnen das Neue Testament vorstellen. Dies meistgedruckte, meistzitierte, meistgelesene Buch der Weltliteratur, das dennoch den meisten unserer Zeitgenossen verschlossen ist. Warum wurde es geschrieben? Warum hat es diese eminente Bedeutung erlangt, dass Menschen noch heute, gerade in Ländern, in denen das Christentum Religio non licita, nicht erlaubte Religion ist, das ist in Nordkorea oder China der Fall, in Indonesien und vielen islamischen Ländern, dass Menschen noch heute einen ganzen Schatz bieten, um in den Besitz dieses Buches zu kommen. Was sind die wesentlichen Kerngedanken dieser Sammlung von 27 Schriften? Natürlich müsste man das Neue Testament vom Hintergrund und in seiner Relation zum Alten Testament der hebräischen Bibel her beleuchten. Ein wenig möchte ich das im Laufe dieses Abends noch tun. Und eigentlich im Vorwege erst einmal in die Gedankenwelt biblischen Redens, jüdischen Denkens einführen. Auch das möchte ich aus Zeitgründen nur ganz kurz tun. Ich habe mir allerdings vorgenommen, nach Auswertung dieser 8 Abende, um es gleich vorweg zu sagen, vielleicht im nächsten Jahr um diese Zeit mal bewusst auch an 8 Abenden oder 5, 6 Abenden das Alte Testament zu bedenken. Wer über die Bibel reden will, muss natürlich Altes und Neues Testament im Blick haben. Und warum das so ist, werde ich auch gleich noch begründen. Doch von heute an möchte ich Sie einladen, mit mir auf die Entdeckung der Schätze des Neuen Testaments zu gehen. Dazu ist zunächst einmal ein kurzes Kennenlernen nötig. Sachlich, kurz und übersichtlich wollen wir die Entstehung der einzelnen Bücher auf die Spur kommen, die Grundgedanken der Theologie der einzelnen Schriften verstehen, die Intentionen und Motivationen der Schreiber der einzelnen Bücher kennenlernen. Warum haben sie zu der Zeit gerade diese Themen in den Vordergrund gestellt? Und dann, einfach um in medias res zu gehen,
jeweils, wenn wir das schaffen, einen exemplarischen Text des theologischen Anliegens des jeweiligen Schreibers, besser den Kerngehalt dieses Textes zu verstehen. Nur was man kennt, so schrieb ich in dem kleinen Flyer, den ich rausgegeben hatte, nur was man kennt, über das lässt sich urteilen. Und darum soll es an diesen 8 Abenden tatsächlich um ein Kennenlernen gehen. Spezielle Vorkenntnisse, das habe ich gesagt, sind eigentlich nicht erforderlich. Jeder Abend soll in sich selbstständig sein, wobei es natürlich stets so ist, dass man sich umso besser in das Ganze hineindenken kann, je mehr man den vom Gesamtzusammenhang her denkt, also die einzelnen Abende, wenn es möglich ist, dabei. Um Sie am Anfang ein wenig ins Thema hereinzuführen, habe ich eine kleine PowerPoint-Präsentation an den Anfang gestellt. Ich sagte, in den 8 Abenden wird das einzige Mal sein, dass wir den Beamer gebrauchen werden. Und die uns einfach einmal in 12 Minuten in wesentliche Fragen der Entstehungsgeschichte und Überlieferungsgeschichte der Bibel in ihrer Einzigartigkeit einführt. Sie sollen nur ein wenig gespannt sein lassen, um auch dieses Buch der Bücher persönlich in die Hand zu nehmen, um es näher kennenzulernen. Samuel, darf ich dich bitten? Lassen wir. Mein Sohn hatte heute das mir alles eingespielt, aber er musste zu einem Konzert, wo er dabei sein sollte, und dann fangen wir das nächste Mal an und an den nächsten Abend und werden es einfach dann einspielen. Es ist nicht für den Zusammenhang jetzt ganz nötig. Aber schade ist das. Gibt nichts, bis ich im Moment nicht sehe. Dann mach mal aus. Und kriege ich wieder ein bisschen Licht, das ist wichtig. Wir steigen dann in Medias Res. Am nächsten Mal, da ist mein Sohn auch dann dabei, wie man doch immer mit der nächsten Generation abgeht ist, aber ich kann es im Moment nicht so schnell in Szene setzen. Nächstes Mal wird es am Anfang dann da. Oh, welche Tiefe des Reichtums der Weisheit, sowohl wie der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Entscheide, wie unausforschlich seine Wege. In, aus ihm und durch ihm und zu ihm hin ist alles. Ihm ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. So heißt es im 11. Kapitel des Römerbriefes. So beginnt Professor Dr. Wilkens seine Theologie des Neuen Testamentes, deren 3. und 4. Band im November, Dezember des letzten Jahres 2005 erschienen, mir sehr geholfen haben bei der Ausarbeitung dieser Abende. Es ist der Ausruf elementaren Staunen über die Fülle religiöser Weisheit und Erkenntnisse über den Gott, von dem in diesem Buch der Bücher durchweg die Rede ist. Natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass die Bibel den Leser in den Aussagen über Gott mit der Wirklichkeit Gottes selbst konfrontieren möchte. Wer ist dieser Gott und wie kann ich ihm begegnen? Wenn man sich auf die Absicht der biblischen Autoren einlässt, dann wird man Gott selbst gewahr, der einem auf jeder Seite begegnen möchte als ein Du, von ganz besonderer, einmaliger Identität und trotzdem immer als Mysterium, Geheimnis. Der Apostel Paulus meint nämlich in der zitierten Stelle nicht primär eine Weisheit und Erkenntnis, die man über Gott gewinnen kann, sondern Gottes eigene Weisheit. Warum handelt er so und nicht anderes? Seine Erkenntnis, die in seinen Entscheiden
zur Wirklichkeit wurde und auf den Wegen seines Handelns mit den Menschen Geschichte wurde. Das Wort ward Fleisch, um mit dem Johannesevangelium zu reden. Der Horizont seines Wirkens überschreitet den Erfahrungsbereich eines Einzelnen natürlich unendlich. Das ganze Universum ist die Ebene Gottes. Schlechthin alles kommt von ihm, das ist für jeden der biblischen Schreiber absolut deutlich. Hat seine Existenz durch ihn und findet in ihm das Ziel seines Laufes. Alle Zeiten umgreift dieser Gott. Herkunft, Gegenwart und Zukunft. An seiner Ewigkeit gibt er teil. Natürlich übersteigt diese Wirklichkeit Gottes bei weitem die Grenzen menschlicher Weisheit und Erkenntnis. Aber, und das ist das spannende Geheimnis, um das es in dem Neuen Testament geht, dieser Gott lässt sich auf den Menschen ein, wird Mensch angreifbar, wird ein Stück Geschichte, kommt in die Geschichte hinein und schreibt Geschichte. Für Paulus absolut klar, dass Menschen im Glauben an Gott Erfahrungen und Erkenntnisse gewinnen, über die eigenen Grenzen hinaus, erst dadurch wird für ihn menschliches Dasein überhaupt erst lebenswert, sinnvoll. Er kann sich gar nicht ein sinnvolles Leben, ein zielorientiertes Leben vorstellen, ohne die Begegnung, eine persönliche Begegnung mit diesem Gott. Erst dadurch findet der Mensch den Sinnrahmen seiner Existenz. Dass im Alten Testament wie im Neuen Testament der ein und derselbe Gott bezeugt wird, das ist ja von vornherein kein Selbstgänger, ist die Grundvoraussetzung aber jedes Verstehens des Neuen Testamentes. Nicht umsonst steht in der Bibel das Neue Testament an zweiter Stelle, nach dem Alten Testament. Aus dem gleichen Grund wird von Altem und Neuem Testament gesprochen, nicht weil das Alte etwa veraltet wäre oder im Neuen sich eine neue Religion offenbare. Nein, das war den Schreibern des Neuen Testamentes und den Christen in der Urgemeinde und den folgenden Gemeinden absolut wichtig, weil in beiden Testamenten Gott der gleiche Gott ist. Der sich Israels als der einzig eine bezeugt hat, kann es im Neuen Testament auch um nichts anderes gehen, als eben um ein neues Heilshandeln dieses Gottes, das in dem seiner Geschichte mit den Vätern Abraham, Isaac und Jakob und später des Volkes Israels gründete, da waren die ersten Erfahrungen mit diesem Gott zu machen, um dann in Jesus Christus in der einen Kirche aus allen Völkern in seinem Heilshandel zur Rettung aller endgültig Wirklichkeit zu werden und vollendet zu werden. Das alte Weihnachtslied, heut schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Da wird das verlorene Paradies, das Leben jenseits von Eden, nicht länger als schicksalhafte Bestimmung des Menschen angesehen, sondern die Rückkehr zur unmittelbaren Gegenwart des lebendigen Gottes als zum Vollender eines Lebens, als reale Möglichkeit gewonnen. Dort, was einmal vor Zeiten begonnen hat, denn die Bibel beginnt sozusagen mit der Loslösung des Menschen, mit der Emanzipation aus der Hand winden des Lebendigen, aus der Hand Gottes herauswinden, und sie endet im Neuen Testament mit der Chance und der Öffnung, wieder in die Unmittelbarkeit dieses Gottes eintreten zu können. Das Neue Testament ist so zum Zeugnis einer alles umfassenden Heilsbotschaft geworden, die von dem einen kündet, von Jesus Christus. Während das Alte Testament ein etwa 1000 Jahre umfassendes Geschehen berichtet, wir haben das auf der PowerPoint-Präsentation gesehen, ist das im Neuen Testament Berichtete auf wenige Jahrzehnte beschränkt. Während das Alte Testament das Handeln Gottes an seinem Volk durch diese lange Zeit hindurch ausbreitet, über alle Einzelheiten hinweg, die 1000 Jahre Geschichte Gottes mit seinem Volk eben Wirklichkeit werden, mit Lebensregeln bis zum kleinsten Detail,
Das Volk musste wissen, nach welchen Ordnungen sich in der Gemeinschaft dieses Gottes auch in der Abgrenzung anderen Völkern, Religionen, Kulturen gegenüber zu leben ist. Essensregeln, Verhaltensnormen, Lebensformen. Das Neue Testament, von der ersten bis zur letzten Seite bestimmt von der Konzentration auf das Eine, was in alle Bereiche des Lebens für den Einzelnen wie für das ganze Volk zu verkündigen ist, um es mit dem Apostel Petrus zu sagen, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Von dieser Konzentration auf das eine, besser auf den einen hin, ist auch der Aufbau des ganzen Neuen Testamentes nur zu verstehen. Sehen wir zunächst einmal von der Offenbarung des Johannes als letztem Buch ab, so besteht das ganze Neue Testament eigentlich nur aus zwei großen Komplexen, den Evangelien und den Apostelbriefen. In der Mitte zwischen beiden steht die Apostelgeschichte, die beides miteinander verknüpft. Sie schließt mit der Himmelfahrt Jesu unmittelbar an, die Evangelien an, und eröffnet mit dem Pfingstgeschehen den Weg der Botschaft des gekreuzigten und auferstandenen in die Zeit und in die Welt und in die Geschichte hinein. Von, wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt, von Jerusalem über Judäa nach Samarien bis an die Grenzen der Erde. Auf den einzelnen Stationen dieses Weges werden dann Briefe an die Gemeinden, die dort gegründet wurden, geschrieben. Und das ist eben der zweite große Komplex des Neuen Testamentes, die Briefe der Apostel. Himmelfahrt und Pfingsten aber, mit denen die Apostelgeschichte einsetzt, gehören noch unmittelbar zu dem Kreis der Evangelien, auf die auch alle vier Evangelien von ihrem Anfang an zugehen. Und das Zentrum der Evangelien ist immer die Geschichte des Leidens und Sterbens und Auferstehens Jesu. Dieses Geschehen steht nicht nur sachlich, sondern auch im Aufbau der Evangelien und des Neuen Testamentes klar und eindeutig in dessen Zentrum. Die vier Evangelien gehen auf dieses Geschehen zu. Apostelgeschichten und Briefe kommen von diesem Geschehen her. Diesen beiden Komplexen aber, in deren Mitte so eindeutig die Botschaft vom Leiden, Sterben und Auferstehen Christi steht, und wir werden begreifen, warum das so ist. Das muss so sein. Wer das Neue Testament gelesen hat, weiß, dass es darauf elementar dem Neuen Testament ankommt. Folgt dann in der Offenbarung des Johannes am Schluss noch der Hinweis auf das Ende der Geschichte. Dieser gehört auch wesentlich zur Botschaft des Neuen Testamentes hinzu, was sich schon daran zeigt, dass dieser Hinweis auf das Ende der Zeit auch in den Evangelien und in den Briefen deutlich und ausführlich begegnet. Die eine Botschaft des Neuen Testaments ist damit auf den Geschichtsabschnitt zwischen dem Kommen Jesu und seinem Wiederkommen fixiert, das für alle Autoren des Neuen Testaments absolut verlässlich bevorsteht. Allerdings nicht, und das hat Jesus schon sehr deutlich, menschlichen Berechnungen zugänglich, sondern nur in Gottes Plan festgeschrieben. Und auch das andere gilt. Das Kommen Jesu, sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung wird durch das ganze Neue Testament hindurch bezogen auf Gottes Handeln an seinem Volk, in das Jesus hineingeboren wurde. Er kam nicht irgendwohin, sondern dass er Jude war, musste so sein. Es ist die Erfüllung nämlich der Geschichte dieses Volkes schlechthin und damit die Erfüllung des Alten Testamentes, das sozusagen konvergiert auf das Heilsgeschichten, auf das Heilshandeln Gottes in Jesus Christus. Das ist der Konvergenzpunkt, auf den die ganze Geschichte des Alten Testamentes zuläuft. Immer wieder beziehen sich die Schriften des Neuen Testaments auf das Alte Testament, wie sie hieß, auf die Schrift zurück. So weist das älteste Glaubensbekenntnis, in dem die Urkirche das von allen Aposteln verkündigte Evangelium in verdichteter Form aussprach. Das war das sogenannte urchristliche Credo und steht im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes in den Versen 3 bis 5 gleich zweimal in beiden Hauptsätzen darauf hin, dass sowohl
der Tod Christi für unsere Sünden als auch seine Auferweckung nach der Schrift geschehen ist. Nicht per Zufall, sondern wie es von Urzeiten her in den Schriften der Propheten und der Tora zu lesen ist, des Gebotes der Juden. Für die ersten Christen war es völlig klar, dass die Schriften in ihrer Gesamtheit den Sühnetod und die Auferweckung des Christus Jesus als göttliches Heilshandeln bezeugen. Wie konnten die ersten Christen zum Beispiel Jesaja 53, dieses große Gottesknechtslied, das 600 oder 550 vor Christus aufgeschrieben wurde, wo es heißt, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie konnten die ersten Christen das anders lesen, als einen direkten Hinweis auf eben den Gekreuzigten? Als einen Bericht über sein Leiden. Der Bericht über seine Kreuzigung erscheint für sie geradezu aus den Leidenspsalmen 22 und 69 erzählt. Nicht umsonst haben wir als Karfreitag diese alttestamentlichen Psalmen dann auch in der Liturgie des Gottesdienstes. Von seiner Auferweckung hören sie, um nur einige wenige Punkte anzuführen, im Psalm 16, Vers 8 bis 11, Jesus selbst sprechen. Und von ihr ist dann in dem wunderschönen Osterpsalm, Psalm 118, Vers 22 folgende die Rede. Aus Psalm 2 und 2. Samuel 7, ich werde das nicht so weitermachen, keine Angst, geht für sie Jesu Würde als Messias und als Sohn Gottes eindeutig hervor. Ich möchte nur sagen, das ist ganz klar, dass für sie im Alten Testament Jesus sozusagen präfiguriert ist, schon vorgezeichnet in allen Details. Und selbst, das war eigentlich das Unverfrorenste, die Übertragung des Titels Herr. Das hieß ja immer, wenn der fromme Jude den Gottesnamen hörte, dann wagte er ihn nicht auszusprechen, sondern schrieb nur Adonai, das heißt Herr. Deshalb gab es auch nie das Wort der Zeugen, was die Zeugen Jehovas meinen, den Jehova-Titel. Das beruht auf einer historischen Verwechslung, wenn man es genauer, da will ich jetzt nicht im Detail reingeben. Aber immer dann, wenn der Gottesname Jahwe im Neuen Testament steht, war vor der Ehrfurcht aus dem 2. Gebot her begründet, schrieb der fromme Jude Herr. Und nun übertrugen die Christen diesen Titel, der eigentlich einmalig auf Gott selbst bezogen war, auf Jesus Christus. Das Urbekenntnis der Christen hieß, ganz schlicht und einfach weit vor der Entwicklung des jetzigen Glaubensbekenntnisses, Jesus Kyrios. Jesus ist der Herr. Das heißt, in Jesus ist Gott präsent. Sie sahen also den erhöhten Jesus und ein Beleg für sie war dabei der Psalm 110,1 durch Gottes eigene Rede legitimiert. Wir könnten beliebig fortsetzen. Auch über die vielen Zitate und Hinweise im Neuen Testament hinaus ist das Alte Testament als Ganzes die Voraussetzung allen urchristlichen Glaubens. Von Anfang an waren die biblischen Schriften der Juden in völliger Selbstverständlichkeit auch im Leben der ersten Christen von zentraler und fundamentaler Bedeutung. Sie haben das Alte Testament nicht weggeschmissen oder beiseite gelegt. Nein, sie haben es intensiv studiert, weil sie doch in ihm Jesus selbst erkennen konnten. Jesus selbst hat sich auf die Schrift als Urkunde des göttlichen Wirkens und Wollens berufen. Und Bonhoeffer hat nicht umsonst die Psalmen als das Gebetbuch Jesu bezeichnet. Meint nicht, so sagt Jesus in der Bergpredigt, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ja, verstärkt, sagt er Matthäus 5, bis Himmel und Erde werden vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüttelchen vom Gesetz. Und auch für die sich rasch entwickelnden heidenchristlichen Gemeinden, das war eigentlich ganz spannend, die ja mit der Geschichte Israels gar nichts zu tun hatten, war dennoch die göttliche Autorität der Schrift, sprich des Alten Testamentes, von vornherein selbstverständlich und unbestritten. Auch
wenn so zentrale Teile wie der ganze Opfer- und Reinheitskult sowie das Beschneidungsgebot für Christusgläubige Nichtjuden keine Geltung hatten. Warum nicht, werden wir schon am nächsten Montag im Einzelnen wahrnehmen. Es gab natürlich keinen christlichen Gottesdienst, in dem nicht aus den fünf Büchern Mose, der Tora, den Propheten und den übrigen Schriften der Heilswille Gottes gehört und in den Psalmen gebetet wurde. Und selbstverständlich drehten sich alle Auseinandersetzungen zwischen Christen und Juden immer entscheidend um die Frage der Auslegung dieser alten Schriften. Was doch für Christen von Anfang an unaufgiebbare Wahrheit, dass das Evangelium Jesu Christi von Gott selbst in diesen Schriften dokumentiert war. Wie es Paulus im Römerbrief im ersten Kapitel so deutlich feststellt. Es war, das ist wichtig festzuhalten, die gleiche griechische Bibel, die sogenannte Septuaginta, die im ersten Jahrhundert Juden und Christen weithin im gleichen Wortlaut von ihnen benutzt wurde und die Schrift schlechthin war. Auch wenn Judenchristen natürlich die hebräische Bibel als die originäre Form der Schrift kannten und mit ihr lebten, so war ihnen doch die in der Diaspora gebrauchte griechische Übersetzung völlig vertraut. Und sie konnten auch vielfach Bibelstellen nach dem hebräischen Original wie in der griechischen Übersetzung problemlos zitieren. Erst im 2. Jahrhundert begannen die Kontroversen um den richtigen Wortlaut der Schrift, denn das hat die Juden gestört, dass die Christen sich voll auf die Schrift berufen wollten und auch konnten. Denn nach der Katastrophe Jerusalems, der Untergang Jerusalems, die Zerstörung am Ende des jüdischen Krieges, von 66 bis 70, also 70 nach Christus, wurde der Tempel geschleift und Jerusalem praktisch den Erdboden gleichgemacht. Da wurde ja die Schrift zur alleinigen Mitte Israels. Den Tempel gab es nicht mehr. Jetzt ging es für den frommen Juden um die rechte Auslegung des Gesetzes, in dem für ihn das ganze Heil lag. Wir könnten diese Linie weiterverfolgen, aber sie führt uns für unsere Fragen jetzt nicht weiter. Wichtig für uns: Die Christen sahen das Alte Testament als ihre Schrift, hatten die ganz klar im Blick und mussten und wollten um das Christusgeschehen als Erfüllung des Heilshandelns Gottes immer wieder dokumentieren. Es ist somit, das sage ich nur einmal jetzt an diesen Abenden, aber es muss grundlegend festgehalten werden, das Neue Testament die eine Botschaft, um die es im ganzen Neuen Testament geht, in die Mitte der Zeit gestellt, als Erfüllung der im Alten Testament berichteten Geschichte einerseits und als Ankündigung des Wiederkommens Christi am Ende der Geschichte, am Ende der Zeit andererseits. In der Mitte das Handeln Gottes. Deshalb wird von Lukas auch gesprochen, warum es Lukas ist, werde ich nächsten Montag deutlich machen, als der Evangelist, der in der Mitte der Zeit lebte. Ein großer Theologe hat das Lukas-Evangelium überschrieben in seinem Kommentar: in der Mitte der Zeit. Für den Christen, das war klar, ist allerdings nicht das Gesetz ihre Mitte, sondern Jesus Christus. Zwar lebten die Judenchristen durchaus als Juden in treuem Gehorsam dem jüdischen Gesetz gegenüber, der Bruder Jesu zum Beispiel, Jakobus, der auch gleichzeitig Leiter der Jerusalemer Urgemeinde war, der galt in Jerusalem selbst auch unter den Juden als ein vorbildlicher Gerechter. Und wurde besonders von den Pharisäern, die sich immer sehr auf die Einhaltung des Gesetzes bemühten, hochgeachtet. Doch die Jüngerschaft zu Jesus als dem gekreuzigten und auferstandenen Messias schied auch gesetzestreue Judenchristen von ihrer jüdischen Umgebung. Und das ist eigentlich ein Wunder, so muss man sagen, die Einheit mit ihren heidenchristlichen Geschwistern in Christus war für sie selbst wie ein großes Wunder, das in der Auferstehung des gekreuzigten Messias zur Erfüllung kam. Das war ihnen näher als alles andere, was sie von ihrem Volk oder ihrer Geschichte erkannten. Die Gemeinschaft im Christusglauben war ihnen wichtiger als ihre Einbindung in die Gemeinde Israels aufgrund von Beschneidung oder Gesetz. Die urchristlichen Gemeinden lebten aus dem Schatz der Erfahrungen und Erlebnisse, die sie mit Jesus Christus gehabt haben.
Und sie standen massiv unter dem Eindruck der Auferstehung Jesu. Um es ganz klar zu sagen, ohne Ostern hätte es nie eine christliche Gemeinde gegeben. Ohne die Erfahrung des Ostermorgens und der Begegnung mit dem Auferstandenen wären all die Dinge, die das Leben Jesu ausgemacht hatten, seine Worte und Taten, seine Wunder und Reden, nach kurzer Zeit Provinzdenken geblieben und in Vergessenheit geraten. Nicht umsonst konnte der Apostel Paulus, und er meinte das so, in seinem großen Auferstehungskapitel schreiben, mit dem Brustton der Überzeugung: Ist Christus nicht auferstanden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann sind wir die elendsten unter allen Kreaturen. Dann brauchen wir keinen christlichen Glauben mehr. Das war das zentrale Ereignis der Geschichte. War es zunächst nicht nötig, sich der Worte Jesu zu vergewissern, weil die Unmittelbarkeit der Erfahrung seiner Gegenwart alles noch überlagerte, so veränderte sich das natürlich im Laufe der Jahre. Und es entstand bald ein ausgeprägtes mündliches Überlieferungsgut, Worte Jesu über die Nähe der Gottesherrschaft, Erzählungen über seine Heilungswunder als Zeichen des in die Gegenwart schon hineinwirkenden Heils der Endzeit, der Bericht über sein Leiden, sein Sterben und Auferstehen als Grund der Erlösung, all dies kam in den gottesdienstlichen Versammlungen, die Tag für Tag stattfanden. Heute klagt man ja darüber, dass man einmal in der Woche gerne zum Gottesdienst gehen sollte. Vor Anbruch des Tages trafen sich die Urchristen Tag für Tag in der Gemeinschaft der Christen zum Wort Gottes, zur Lehre der Apostel, zum Brotbrechen und zum Gebet. Das gehörte wie selbstverständlich dazu. Und immer waren es die Worte, die Handlungen, die Taten Jesu, die dort im Blickpunkt standen. Dies gehörte dazu zum Unterricht für die Taufbewerber. Das ging auch nicht so mir nicht, dir nicht mit einem Gespräch, einmal kurz die Eltern besuchen und dann ist die Sache klar. Nein, das war ein intensiver Unterricht. Und in den Missionspredigten vielfach und vielfältig kam immer wieder dieses zur Sprache. In der Apostelgeschichte 2 heißt es, was ich schon sagte, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern und blieben beständig in der Lehre der Apostel, eben das waren die überlieferten Worte Jesu über sein Handeln und Tun, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. So prägte sich dieser Reichtum an Überlieferungsstoffen dem Gedächtnis ein und wurde bald zur Mitte des Lebens in der Gemeinde. Bald bedurfte es fester Sammlungen von Herrenworten. Dabei kam es auf Gedächtnishilfen an und auch thematische Zuordnungen legten sich ganz nah. So gab es wahrscheinlich relativ früh bereits eine Spruchquelle, eine sogenannte Quelle Q, eine Zusammenfassung solcher Sammlungen für den christlichen Unterricht, auf die ich am nächsten Montag noch gesondert eingehen möchte, wenn ich erkläre, wie und wann die synoptischen, das heißt die ersten drei Evangelien, entstanden. Früh auch gab es mehrere durchgestaltete Erzählungen der Erleidens- und Auferstehungsgeschichte, die in verkürzter Fassung bei der Feier des Abendmahls und während der Passahwoche regelmäßig vorgetragen wurden. Wichtig ist, die Stoffe der Jesusüberlieferung, die uns in den Evangelien vorliegen, sind zuvor Stoffe der lebendigen Lehrpraxis der Urgemeinde gewesen. Man weiß auch ganz genau durch sehr kritische Betrachtungen, welche zum Beispiel dieser Stoffe Paulus in seinen Briefen zitiert. Ich wies schon auf den 1. Korinther 15, dieses urchristliche Credo zurück. Man könnte auch viele, den Christushymnus im Philipperbrief und, darauf hinweisen, wir kommen darauf im Einzelnen. Das gehörte zur Lehre der Apostel hinzu. Jesus war auf diese Weise für die Gemeinde so präsent, wie er zur Zeit seines Wirkens in Galiläa gewesen war. Wie die 12 dort der innerste Kreis um ihn herum waren, die Worte seiner Verkündigung auswendig wussten. Man wurde ja nicht abgelenkt durch Fernsehen und Medien und alles andere. Man hatte enorm viel im Kopf, auch das wäre aus dieser PowerPoint-Präsentation, nächstes Mal am Anfang, deutlich geworden.
um sie nun während ihrer Predigten verkündigen zu können, so bildeten auch diese 12 nach Ostern die Mitte der Gemeinde. Und das musste auch so sein. Da war Kontinuität gegeben. In der späteren Zeit wurde die Predigt dieser 12 zur Mitte aller Verkündigung und jeder Überlieferung. Mit der Pfingstpredigt bereits beginnt nach dem Bericht der Apostelgeschichte eine permanente missionarische Verkündigungstätigkeit in Jerusalem. Es ist eine spannende Frage, wie kann von diesen 12 schlichten Leuten heraus diese Botschaft in eine ganze Welt getragen werden. Ich war vorgestern in einer Veranstaltung in Bad Segeberg und da ging es darum, dass die Prognosen über die Zukunft der Kirche nicht gerade die rosigsten sind. Da haben sich irgendwelche Soziologen und andere darüber Gedanken gemacht, demografischer Faktor und anderes. Und da sagte ich in der Diskussion, mir ist gar nicht so Angst darum, dass wir eventuell ein paar weniger werden. Die damals waren 11 Leute und das waren sehr schlichte Leute. Aber sie waren von ihrer Sache überzeugt. Die waren absolut im Herzen davon überzeugt, dass es das Wichtigste ist für jeden Menschen, das weiterzusagen. Einer der Großen im Reich Gottes, Wycliffe, hat einmal gesagt, ich brauche nur 10 Leute, die nichts anderes fürchten als den lebendigen Gott und ich werde die ganze Welt umkrempeln. Das ist auch heute noch. Sie verkündigten, und zwar auch gegen den Willen der Herrschenden. Der bevorzugte Ort war zunächst dafür der Tempelvorhof von der sogenannten Halle Salomos. Dort war genügend Platz zur Versammlung vieler Juden und es herrschte reger Verkehr, sodass sich leicht spontane Ansprachen an eine Menschenmenge ergaben. Die ausgeführten Reden sind in der Apostelgeschichte überliefert und sind alle im Prinzip gleichartig. Nach einer situationsbedingten Einladung ist die Erinnerung an das Geschehen der Kreuzigung Jesu des von Gott erwählten Knechtes die absolut bestimmende Mitte. Nach Gottes Willen musste er leiden und gewaltsam sterben. Dieses Musste war wieder aus der Schrift bezeugt und für sie ganz wichtig. Kommt immer vor in jeder der Ankündigungen der Leidensgeschichte und auch in jedem Bezug. Bei Paulus und bei den anderen Aposteln steht das in der Mitte. Aber Gott hat ihn aus dem Tode auferweckt. Das Handeln des Hohen Rates, und das war ja durchaus gefährlich, stand also von Anfang an in Widerstreit gegen Gott. Und doch, das war die Botschaft, hat Gott gesiegt. Daher ist die Auferweckung Jesu aus der Schrift deutlich zu erweisen. Doch der Gott Israels hat eben auch das Leiden seines Messias als Heilsgeschehen gewollt. Jeder soll gerettet werden, der sich jetzt zu Gott wendet und bekehrt, und an seinen Messias Jesus glaubt. Wer sich ihm anvertraut, das wird besonders am dritten Abend beim Johannesevangelium deutlich, der hat das ewige Leben. Zusage im Indikativ. Dieser Predigtaufbau entspricht der Tradition der Passions- und Auferstehungsaussagen und Voraussagen Jesu und damit dem Passions- und Osterbericht in der alten Glaubensformel in 1. Korinther 15, auf die ich mich schon mehrfach bezogen habe. Und er wird auch als Bericht zum ersten Mal dort als Evangelium bezeichnet. Eigentlich wird das Wort Evangelium als Gattung dort zum ersten Mal gebraucht. Zusammenfassung über das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu. Ich komme gleich drauf. Von Anfang an hat sich, das muss festgestellt werden, die Lehrtradition der Urgemeinde von der jüdischen Synagogengemeinde unterschieden. Sie enthielt nur Worte Jesu, nicht solche anderer Lehrer. Das war bei den Juden in der Synagoge ganz anders. Jesus gilt für die Christen als einziger Lehrer. Ich bin der Einzige, auf den ihr hören sollt. So haben sie es verstanden. Seine Jünger verkündigen nur, was er verkündigt und gelehrt hat. Seine lebendig erinnerten Worte bilden den Grundstock der Lehre, von der man jetzt lebt. Das geht hin bis zu Martin Luther, der mal gesagt hat, warum nennt ihr euch lutherisch? Ich bin nichts als ein armer, stinkender Magensack. Christus, den sollt ihr hören. Das ist genau diese Tradition, die Luther als guter Paulus-Schüler aufgreift. So ist auch in den Evangelienberichten, die kurz nach 70, nach Christus in der Diaspora, also im griechisch geprägten Umfeld entstanden, die Person Jesu der einzige Mittelpunkt dieser Schrift.
Die verschiedenen Evangelienbücher wollen nichts anderes sein als Zeugnisse dieses einen Evangeliums, das in der Person des auferstandenen Jesus Christus selbst gegeben ist. Wie dieser bereits von Anfang an von verschiedenen Aposteln verkündigt worden ist, deren vielfältige Verkündigung aber als das eine Evangelium übereinstimmt. So wird auch in den Gemeinden der nachapostolischen Kirche überall eben dieses eine Evangelium des einen Herrn verkündigt und gehört, aus welchen der verschiedenen Evangelienbücher auch immer. Nun ist nach übereinstimmenden Erkenntnis aller Theologen das Markus-Evangelium das erste urchristliche Buch, in dem die verschiedenen Stoffe der Jesus-Überlieferung, nämlich Sprüche der Verkündigung und der Lehre Jesu, Missionsgeschichten über seine Heilstaten und die Geschichte seines Leidens, Sterbens und Auferstehens in einer zusammenhängenden Darstellung seiner Geschichte zusammengeordnet worden ist. Er ist der erste Erzähler der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Als Heilskunde, die Jesus in seiner Verkündigung und seinen Taten offenbart und in seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung verwirklicht hat. Mit diesem Charakter als erzählendes Buch, und mehr will Markus gar nicht sein, ich komme da gleich noch drauf, mit der Erzählung und Bezeugung göttlichen Heilshandelns in menschlicher Geschichte für alle nachfolgenden Generationen gleicht sein Buch, und auch das hat System, den Geschichtsbüchern des Alten Testaments. Ja, es tritt an deren Seite und setzt sie fort, wenn auch nicht einfach weiterführt, sondern neu ansetzend, aber doch so, dass das, was von Jesus erzählt wird, faktisch die Erfüllung dessen ist, was, wie ich schon sagte, das Alte Testament bezeugt. Die Schrift, also das Alte Testament, gewinnt so als Ganze den prophetischen Charakter des Vorausverweises auf Jesus. Als Evangelium, als gute Botschaft enthält dieses Buch die ganze Schrift. Als Evangelium schafft Markus zugleich eine ganz neue Gattung Literatur, die es vorher nie gegeben hat. Eine Art Biografie, die Botschaft verkündigt. Er beginnt sein Buch mit den Worten Markus 1, Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das Evangelium Jesu Christi ist also die Heilsbotschaft der Gottesherrschaft, die Jesus Christus verkündigt. Er ist für Markus der Sohn Gottes, als welchen ihn die Stimme Gottes aus dem geöffneten Himmel auch gleich im ersten Kapitel dokumentiert. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Mit dem Anfang des Evangeliums ist dann der ganze Bereich des Wirkens Jesu gemeint. Vorbereitet wird das Auftreten Johannes des Täufers, beginnt es mit der Verkündigung des Anbruchs der Gottesherrschaft und führt bis zu Jesu Leiden, Tod und Auferstehen, das selbst Teil dieses Heilshandeln Gottes ist. Was bisher in der Sprache des Urchristentums ein fester Begriff für die Heilskunde von Tod und Auferstehung alleine war, das sagte ich ja, das war das urchristliche Credo, weitet Markus jetzt aus auf die Geschichte des Wirkens Jesu mit seinen Worten und Taten, dass dies alles umspannt und die im Passions- und Ostergeschehen dann ihr Ziel und ihren Höhepunkt erreicht. Von daher ist es nicht unberechtigt, wenn der berühmte Theologe Martin Kähler im 19. Jahrhundert den Begriff prägte, dass die Evangelien nichts anderes seien als Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Aber im Blick auf das, was Markus mit seinem Buch wollte, muss besser gesagt werden, Evangelium Jesu Christi ist die Geschichte des Wirkens Jesu als Sohn Gottes von Anfang an. Denn von Anfang an zielt sein Tun, sein Handeln und Wirken auf seinen Tod und auf seine Auferstehung. Wer diese Evangelien liest, wird das sofort erkennen. Die Bezeichnung Evangelium als Titel der ersten vier Bücher des Neuen Testamentes von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes hat sich erst seit der Mitte des 2. Jahrhunderts in der christlichen Sprache eingebürgert. Dies ist dann durch die Bezeichnung Evangelium nach Matthäus, so hieß es zuerst, Evangelium nach Markus, nach Lukas, nach Johannes vorbereitet, mit der man schon sehr früh, das kann man nachweisen, die verschiedenen Evangelien bisher Bücher nach ihren jeweiligen Verfassern markiert hat. Und natürlich war allen klar,
dass es um ein und dasselbe Evangelium geht, das in diesen verschiedenen Büchern bezeugt wird. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde, gleichsam vorbereitende Bemerkungen zum Gesamtbild des Neuen Testamentes, das wir nun im Einzelnen näher kennenlernen wollen. Für den heutigen Abend habe ich aus Zeitgründen mich auf das älteste Evangelium, auf das Markus-Evangelium beschränkt. Am nächsten Montag möchte ich dann das Matthäus-Evangelium und das Lukas-Evangelium, dazu gehört automatisch die Apostelgeschichte, auf das werde ich die Gründe näher betrachten, denn das ist sachlich richtig. Matthäus und Lukas kannten nämlich beide das Markus-Evangelium, haben es beim Aufschreiben wahrscheinlich vor sich liegen gehabt und sie haben es auch benutzt. Über die verschiedenen Quellen dieser Evangelien und über ihre historische Entstehung möchte ich nächsten Montag ausführlicher berichten. Doch der längere Vorspann war meines Erachtens nötig, damit man überhaupt das Gesamte einbetten kann in einen Gesamtrahmen und verstehen kann, warum es und wie es zum Schreiben des Neuen Testamentes kam. Gehen wir jetzt direkt ins Markus-Evangelium und versuchen wir holzschnittartig, anders kann es ja nicht geschehen, den Aufbau dieses Evangeliums zu erkennen. Ich brauche bei Matthäus und Lukas dann darauf nicht mehr zu verweisen, weil ich einmal deutlich gemacht habe, welche Linien der Evangelist hier verfolgt. Eine Vorgeschichte hat Markus gar nicht. Das wird man nachher bei Matthäus und Lukas finden. Nur ganz kurz berichtet er von Johannes dem Täufer, der Taufe und der Versuchung. Am Anfang ist dann in 1,15 die Botschaft Jesu, wie vorhin schon erläutert, in einem einzigen Satz zusammengefasst. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nahe herbeigekommen, tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Der Eingangsabschnitt endet mit der Berufung. Und wenn ich jetzt ein wenig durch das Evangelium durchgehe, werden Sie mit erkennen, so hoffe ich, warum der Evangelist es so und nicht anders aufgeschrieben hat und was er mit diesem Aufbau intendierte. Es hat ja auch noch Jesus Worte gegeben, das kann man zum Beispiel aus den Briefen des Apostels Paulus erkennen, die nicht in den vier Evangelien drin standen, die aber zum Überlieferungsgut fest dazugehören. Warum hat Markus dieses und nichts anderes überliefert? Der Eingangsabschnitt endet mit der Berufung der beiden Brüderpaare Simon Petrus und Andreas sowie Johannes und Jakobus in seine Nachfolge. Von vornherein sammelte Jesus Jünger um sich herum, die mit ihm alles miterleben konnten, was seine Geschichte ausmachte. Diese sollten, so heißt es da, statt Fische Menschen fangen, also Menschen zum Glauben an das Evangelium bewegen. So deutet Markus gleich am Anfang den Zusammenhang von Nachfolge und Botendienst. Wer sich entscheidet zur Nachfolge Jesu Christi, wird immer auch ein Bote von Jesus Christus. Petrus sagt später einmal, als der Hohe Rat ihn gefangen nehmen will und sagt, wir geben dich ja frei, gar kein Problem, nur du musst schweigen. Und dann sagt er, wir können ja gar nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Das wäre eine Vergewaltigung unserer Existenz. Von Anfang an tritt auch neben das Wort Jesu die Tat. Deshalb gleich im ersten Kapitel in drei Heilungsgeschichten. Der Heilung eines Besessenen in Kapernaum, der Schwiegermutter, die kannten damals noch etwas von Problemen, in die ein Mensch hineingeraten kann, die ihn gebunden und gefesselt halten, aus denen er von sich aus sich nicht befreien kann. Der Schwiegermutter des Petrus, übrigens eine Antwort auf Zölibat, um es gleich mal zu sagen, wie geht man eigentlich damit um, aber das will ich jetzt nicht vertiefen, und vieler Kranker sowie der Heilung eines Aussätzigen in Markus 1, 40 bis 45, da bricht sich gleich von vornherein die Heilskraft Gottes durch. In Jesus soll die Welt, so sagte ich vorhin, mit dem Zurückbinden an die Paradiesesgeschichte wieder in ihrer ursprünglichen Form zeichenartig sichtbar gemacht werden. In die Not der leidenden Menschen bricht die Heilsbotschaft ein. Und mit Staunen nehmen die Zuschauenden wahr, ich zitiere, er gebietet unreinen Geistern und sie gehorchen. Dem geheilten Aussätzigen verbietet Jesus, von seiner Heilung zu erzählen. Warum, darauf komme ich gleich. Dennoch, in 1,45 heißt es, sie kommen von überall her zu ihm. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Kunde von Jesu Heilungsmacht überall aus.
In meinem zweiten Abschnitt sind dann die Konflikte mit den Gegnern zusammengestellt, die auch von vornherein auftreten mussten, weil der Anspruch Jesu, von Gott zu kommen und damit der Messias zu sein, denen sofort klar wurde. Warum handelst du so und nicht anders? Das darfst du doch gar nicht tun. In seinem Heilandswirken steht Jesus sofort mit den strenggläubigen Pharisäern zusammen. Alle wichtigen Anteile sind hier in Beispielen gleich von Anfang an zusammengetragen. Sie nehmen Anstoß, weil er einen Gelähmten Vergebung der Sünden versprach. Das darf nur Gott. Die Auseinandersetzung mit dem ersten Gebot, gleich im ersten Heilungsvertrag. Was jene natürlich als blasphemischen Vorstoß gegen das erste Gebot ansah. Wer kann Sünden vergeben als alleine Gott? Weil er mit Zöllnern und Sündern Tischgemeinschaft hatte. Das passt nicht, das sind die Unreinen. Und bei Gott muss man große Waschungen oder Reinigungskulte durchführen. Weil seine Jünger Fasten und Sabbatgebot nicht streng halten, Kapitel 2, 18 bis 28. Weil Jesus selbst am Sabbat heilt. Und sagt, ist der Sabbat eigentlich um des Menschen willen geschaffen oder der Mensch um des Sabbats willen? Hier schon am Ende des ersten Abschnittes, in Kapitel 3, Vers 6, beschließen seine Gegner, die Führende des Volkes, sein Sterben. Deshalb, was ich vorhin sagte, gleich von Anfang an so konzipiert Markus sein Evangelium, war klar, es läuft hin auf den Tod und das Sterben Jesu. Das muss so sein. Das Jesus-Gerücht zieht immer mehr Menschen zu ihm, nunmehr über Galiläa hinaus, von Judäa und Jerusalem her, ja sogar aus dem heidnischen Gebiet um Tyros und Sidon im Norden, das was eigentlich gar nicht zum Volk Israel gehörte. Immer wieder erkennen die Mächte der Finsternis in Jesus den überlegenen Sohn Gottes und werden durch ihn zum Schweigen gebracht. Daraufhin distanzieren sich sogar seine Angehörigen aus seiner eigenen Familie von ihm und suchen mit Gewalt, ihn nach Hause zu bringen. Andererseits erklären die Gesetzeslehrer ihn kurzerhand selbst für belastet. Jesus antwortete ihnen, sie sollten sich nicht an Gott selbst und seinen Geist versündigen. Das ist eine Sünde, die in Ewigkeit nicht vergeben wird. Nun, und das ist eigentlich zwangsläufig, da seine Familie auf Distanz zu ihm geht, übrigens in Klammern gesprochen, nicht auf Distanz zu ihm bleibt. Maria taucht nachher unter dem Kreuz wieder auf, sie taucht in der Urgemeinde auf, bei der Geschichte von der Auferstehung und von der Himmelfahrt Jesu. Und auch Jakobus, der Bruder Jesu, wird nachher sogar zum Leiter der Urgemeinde. Aber zunächst gehen sie massiv auf Distanz. Da beruft er auf den Berg als Zeichen, als Ort einer nahen Gotteserfahrung im Alten Testament immer wieder zu lesen, seine 12 Jünger als seine ständigen Begleiter und seine zukünftigen Boten, die die Gottesherrschaft verkünden. Sie sind seine wahren Verwandten, so sagt er, nicht seine leiblichen Brüder, die ihn von seinem Wirken abbringen wollen. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Es schließen sich dann im 4. Kapitel 3 Gleichnisse an. Jesus konnte fantastisch erzählen. Und er greift immer Erzählungen aus der Alltagswelt seiner Umgebung auf, die alle immer das gleiche Thema haben, nämlich das stille, scheinbar erfolglose Wirken der Botschaft Jesu. Das Gleichnis in Markus von der selbst wachsenden Saat, kümmert euch nicht drum, es wird schon wachsen. Hauptsache es wird gesät. Und das ist übrigens das einzige Mal, dass im Griechischen das Wort automatike, es geht automatisch. Vertraut dem Wort Gottes. Dass ich hier nur bei Markus finde, ist ein besonders klares Beispiel der Gleichnisrede Jesu. Äußerst schlicht, aber enorm prägnant und eindrücklich zeigt er mit Beispielen aus der Alltagswelt seiner Hörer, worum es beim Bau des Reiches Gottes in dieser Welt geht. Gott etwas zutrauen und ihn wirken lassen. Die nachfolgende Erzählung von der Sturmstillung, Kapitel 4 am Ende, soll gleichfalls als Bild für Glaubenserfahrungen der Leser in ihrer kirchlichen Gegenwart gelesen werden. Markus schreibt es ja so um 70 nach Christus, warum, das führe ich nicht Montag noch aus, und da will er sagen, da ging es den Christen nicht gut. Und sie kamen in mancherlei Stürme. Sie wurden verfolgt an allen Ecken und Enden. Und da sagt er, erinnert euch doch dran, damals auf dem See.
als ihr keine Chance mehr hattet. Er sagte, sei still gegenüber den Mächten und Stürmen und Winden, Herausforderungen der Gegenwart. Und so nahmen sie das auch immer für sich. Die Kirche hat sich immer gesehen als Schiff, das im Sturm der Zeiten durch die Zeiten hindurchgetragen wird. Wie Jesus hier Macht hat über die Urgewalt des Meeres, so dürfen und sollen auch seine Jünger in allen Stürmen der Rettungsmacht Jesu in starkem Glauben vertrauen. Mit dann drei ausführlich dargestellten und erzählten Wundern und Machttaten Jesu setzt dann der Mittelabschnitt des ersten Buchteils ein, der vom Wirken Jesu in Galiläa, also im Norden Israels, handelt. Alle diese Wunder verbindet der Zug, dass Jesus ein Mensch unter Menschen, doch der Herr aller Mächte ist und sich auf verschiedenartige Weise als solcher auch erweist. Darum die ausführliche Darstellung der Realität der bösen Mächte, die sie aus dem Kranken vertrieben, eine unheimlich spannende Erzählung, einen anderen Ort brauchen, eine Schweineherde fahren. Darum auch spürt Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist, als eine Frau ihn nur berührt. Und er merkt, da ist eine Macht in Gang. Hilfeflehend berührt sie ihn. Darum schließlich die erschütterte Frage der Zeugen der Sturmstillung, wer ist dieser, dass ihm sogar Wind und See gehorsam sind. Wo Glaube ist, so Markus, da geschieht auch immer etwas. Da geschehen auch Zeichen und Wunder. Der Glaube ist die Voraussetzung. Und genau in einem bewussten Kontrast dazu endet nämlich die von Markus angefügte Erzählung von der Ablehnung Jesu in seiner Heimatstadt Nazareth. Da sagt er, das muss so sein, denn sie hatten dort keinen Glauben und deshalb konnte er dort keine Machttat tun. Doch das Wirken Jesu ist nicht aufzuhalten. Er sendet seine 12 Jünger aus und auch ihnen ist es möglich, im Namen Jesu zu predigen, zu heilen, bösen Mächten zu gebieten, Kranke wieder in Ordnung zu bringen. Während dies geschieht, erzählt Markus fast in epischer Breite über Johannes den Täufer und sein tragisches Ende. Jeder von Ihnen kennt diese fantastische Erzählung vom Tanz der Salome, die ist ja auch in der Literatur oder Weltgeschichte immer wieder aufgegriffen worden, und vom Ende des Täufers. Die liegt bereits zeitlich, auch als diese anderen Geschichten erzählt werden, zurück. Daran schließt sich dann die Erzählung der Speisung der 5000 an in der Wüste, dessen Ort jeden Bibelkundigen sofort an das Speisungswunder der Wüste, als das Volk Israel durch die Wüste zog, erinnerte, und auch als Elisa eine Speisung in der Wüstenzeit tat, der Wüstenzeit Israels, wo das Volk Israel vom Glauben abfiel und den Ahab und anderen Göttern und Götzen, die der König anderen Götzen diente. Und natürlich klingt hier auch schon eine Verbindung zum Abendmahl Jesu an, wo er selbst sagt, ich bin das Brot. Mich müsst ihr haben, dann wird euer Hunger auf Zeit gestillt. Und auch in der anschließenden Erzählung vom Herrn, der seinen Jüngern auf dem Meer als Retter entgegenkommt, steht alles unter dem Motto, seid getrost, ich bin. Fürchtet euch nicht. Die Konzentration auf die Person Jesu lässt sich vom Neuen Testament nicht weghalten. Diese Erfahrung, so will doch dieser Abschnitt deutlich sagen, dürfen Menschen machen, die sich Jesus anvertrauen, ihm glauben. Dann gibt es einen überwiegend kritischen Abschnitt, Kapitel 7, Vers 1 bis 8, 26, damit schließt dann der große Mittelteil. Zunächst geht es in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern über falsches und wahres Verständnis von rein und unrein. Das war eine grundsätzliche Frage, was in den Vorwurf mündet, ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet dagegen fest an der Überlieferung, an Satzungen von Menschen. Das sagt Jesus. Ihr kümmert euch um das, was Menschen nachher aus den eigentlichen Intentionen Gottes gemacht haben, und werdet zu Sklaven des Gesetzes und der Gebote und lebt nicht mehr in der Unmittelbarkeit zu eurem Herrn. Verunreinigung im Sinne Gottes geschieht nämlich nur die Sünde, die im Herzen des Menschen ihren Ursprung hat, nicht in irgendeiner Tat als solche. Rein ist alles, was Gott geschaffen hat, wenn es nur im Sinne Gottes gebraucht wird. Deshalb kann Jesus auch anschließend die Tochter einer Heidin, der Syrophönizerin, heilen, weil sie durch ihr Vertrauen auf Jesus ihren Glauben an Gottes heilende Kraft so deutlich zum Ausdruck bringt.
das zweite Speisungswunder dann Kapitel 8 bekräftigt, dass dort, wo Jesus Speise gibt, alles rein ist. Die Gaben wie die Empfänger. Und zur Abweisung falscher Zeichenforderungen, die Pharisäer, die wollen Zeichen haben, um sich daran dann ergötzen zu können und sie auch in Frage zu stellen. Und der Warnung vor ihrer Lehre kommt der Tadel an seine Jünger, die, obwohl sie das alles erkannt haben und ständig begriffen und gesehen haben, doch eigentlich noch taub sind für das, worum es Jesus ging. Er leidet darüber, dass sie noch nicht begreifen, wer er denn wirklich ist. Sie begreifen die Speisungswunder nicht, weil ihr Herz nicht offen für das Wirken des Messias ist. Doch geradezu, um zu verdeutlichen, dass der, der in der Nähe Jesu bleibt, doch endlich zum Sehen geführt wird. Wer einfach nur diese Nähe zu ihm selbst sucht, wird ein Blinder geheilt. Schritt für Schritt werden ihm die Augen geöffnet und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, daher auch diese Formulierung. Mit dem Aufbruch in den Norden dann, nach Caesarea Philippi, beginnt der zweite große Buchteil. Wer genau hinguckt, sieht schon, das ist der Weg ins Leiden, der seinerseits eben auf den dritten Teil des Markus-Evangeliums, das Passionsgeschehen in Jerusalem, zuführt. Es beginnt mit dem Christusbekenntnis des Petrus. Das ist ganz wichtig, was ich gleich zum Schluss deutlich machen werde, worauf Jesus selbst zum ersten Mal seine Jünger auf das bevorstehende Leiden und Sterben des Menschensohnes, wie er sich bezeichnet, hinweist. Das unter dem Muss Gottes steht, habe ich vorhin ausgeführt. Petrus, der ihn davon abbringen will, das kann nicht sein, du darfst nicht leiden und sterben, dem sagt er das wörtlich: Satan, geh weg von mir. Der dem Heilswillen Gottes nämlich widerstreitet und sich dafür menschlicher Denkweisen bedient. Du denkst, was menschlich ist, nicht aber was göttlich ist. Und auch den Jüngern, so macht Jesus unmissverständlich klar, wird die Kreuzesnachfolge nicht erspart bleiben. Jesus hat nicht vorher gesagt, ihr werdet auf Wolken, auf Rosen gebettet euren Weg gehen. Nein, auch euch wird Leiden und Sterben in der Nachfolge Begleitung sein. Wer dazu nicht bereit ist, wer sich zum gekreuzigten Menschensohn, zu Jesus als dem Gekreuzigten, nicht bekennen will, so sagt er, wird auch im Endgericht von diesem als ihm nicht zugehörig verworfen werden. Nach dem Thema des Kreuzes wird auch, das ist ganz charakteristisch, die Herrlichkeit Gottes in Christus erstmal deutlich auf dem Berg der Verklärung geschehen. Eine wunderschöne Erzählung. Jakobus, Johannes und Petrus sind mitgekommen und sie erleben dort, wie Jesus ein einziges Mal während seines ganzen Erdendaseins seine eigentliche Herrlichkeit offenbart, zusammen mit Mose und Elia als dem Vertreter des alttestamentlichen Gesetzes Mose und als der Prophetie in Elia da zusammensteht. Und dann heißt es nicht, und jetzt lasst uns Hütten bauen oben auf dem Berg der Verklärung, sondern lasst uns nun gehen nach Jerusalem. Da muss es vollendet werden, was Gott schon damals bei Mose und Elia begonnen hat. Und die Aufgabe des Christus wird erst in Jerusalem wirklich sichtbar werden. Sie sehen Jesus als den Herrn Himmels und der Erden inmitten der großen Vertreter Gottes im Alten Testament. Und sie hören nochmals die Stimme Gottes, der sich gerade jetzt, da sein Sohn den Weg ins Leiden geht, nochmals zu ihm bekennt. Dann die Heilung eines epileptischen Jungen erscheint wie eine Totenauferweckung, die die Jünger nicht bewerkstelligen konnten, denn dazu bedarf es eines Glaubens, dem alles möglich ist, der Berge versetzen kann. Auch das ist ja in unsere Kultur und Sprachgeschichte hineingegangen. Weil der Vater des Jungen dazu zunächst nicht in der Lage ist, bittet er Jesus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann kommt die zweite Ankündigung des Leidens und Sterbens Jesu. Und da korrigiert Jesus den Konkurrenzstreit der Jünger, die sich darüber streiten, wer wohl der Größte einmal im Himmelreich sein wird. Jesus macht selbst deutlich, dass sich der als der Erste erweisen wird, der sich selbst zum Letzten von allen macht, der dient, um allen Diener zu sein. In der Gemeinde Jesu, wie hat es Willem Busch mal so prägnant auf das Wort gebracht, ein Christ wächst wie ein Kuhschwanz, immer nach unten. Er dient, er ist für andere. Und er warnt seine Jünger vor der Macht der Verführung, aus der Nachfolge Jesu auszusteigen. Es würde mehr verloren, als einem je bewusst sein könnte. Dann im 10. Kapitel schildert Markus die Reise Jesu durch das Westjordanland, durch das Ostjordanland bis nach Jericho, wobei dort immer deutlicher wird,
dass Jesus sich in Wahrheit schon auf dem Weg ins Leiden befindet. Auf dem Weg kommt es zu Lehrgesprächen mit den Pharisäern, ganz grundsätzlicher Art. Da kommen die ganzen Fragen, die für uns heute so relevant sind. Zunächst geht es um die Ehe als innigste Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Was hat Gott gemeint, als er Mann und Frau erschuf und damit Zeugung und Geburt als Möglichkeit der Schöpfung wollte? Dann legitimiert Jesus in Kapitel 10, 13 bis 16 direkt anschließend die Aufnahme von Kindern in die Gemeinde. Wenn ich mit leeren Händen zu mir kommt, wie ein Kind, der wird das Reich Gottes nicht sehen. Und schließlich kommt es zur Begegnung mit einem reichen jungen Mann, der zur Trennung von allem Besitz um der Nachfolge Jesu willen nicht bereit ist. Was bei den Jüngern dann zur erschreckten Frage führt, wer kann angesichts dieser von Jesus so radikal geforderten Nachfolge denn überhaupt gerettet werden? Und Jesus antwortet, dass er über seinen Jüngern deutlich macht, dass Nachfolge stets, je radikaler, desto reicher ist, mit vielen Segnungen, schon jetzt in diesem Leben und dann auch einmal in der Ewigkeit. Und als Johannes und Jakobus sich um den Platz zur Rechten Gottes im Himmel streiten, das wollen sie gerne. In einem anderen Evangelium wird deutlich, dass die Mutter von den beiden dann noch kräftig mitgewirkt hat. Eine Mutter sorgt sich immer um ihre Kinder und dass sie dann möglichen Ehrenplatz auch dort bekommen. Da sagt er noch diesen großartigen Satz, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Lösung für viele. Offensichtlich zitiert er hier Jesaja 53 direkt. Erster kann nur sein, wer zum Dienen bereit ist, hier nochmal, nicht funktional, sondern aus sich selbst verschenkender Liebe. Und es folgt eine zweite Blindenheilung, die eigentlich paradigmatisch deutlich macht, wie Nachfolge aussieht. Sich immer mehr an ihn wenden, von ihm immer mehr erwarten, wie jener Bartimäus, der Bettler an den Toren von Jericho, der einfach schreit und dass die Jünger ihn von Jesus weghalten wollen, nicht aufhört zu schreien in seiner Not und Jesus sagt, komm. Und er geht in die Nachfolge Jesu. Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wer Jesus vertraut, wird sehen, auch wenn er vorher blind war. Das will Markus zum Ausdruck bringen. Dann von 11,1 spielt das alles Geschehen in Jerusalem. Dabei stehen zunächst die Auseinandersetzungen Jesu im Vordergrund, zunächst der triumphale Einzug in Jerusalem, dann die Leidenschaft Jesu in der Tempelaustreibung der Wechsler und Kaufleute, die den Tempel Gottes für ihre eigenen Zwecke kommerziell missbrauchen. Das tut Jesus weh, denn er lebt aus der Beziehung zu seinem Vater und er sagt, hier wird der Tempel Gottes missbraucht, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Evangelium einem Mord. Am Tag darauf erfolgt die Reaktion natürlich der Tempelbehörde. Sie sahen ihre Fälle wegschwimmen, darum ging es nämlich, auf die Aktion Jesu gegen die Geldwechsler und Verkäufer von Opfertieren. Und sie fragen, in welcher Vollmacht tust du das eigentlich? Wer hat dir diese Macht gegeben? Doch zum erwarteten Schlagabtausch kommt es noch nicht und auch ganz bewusst noch nicht. Jesus selbst verweist im Gleichnis auf den Weinbergbesitzer und die Winzer, auf das folgende Passionsgeschehen, durch das sich die Gegner, die den Sohn des Weinbergbesitzers umbringen, selbst in das Gericht zu ziehen. Anschließend kommt es zu Streitgesprächen Jesu mit Pharisäern und Sadduzäern, zum Beispiel über die Hinnahme oder Verweigerung von Steuergeldern. Darf man einem römischen Kaiser Geld geben? Das sagen die Pharisäer, indem sie selbst eine Münze ihm zeigen. Und diese Münze dürfen sie gar nicht in der Hand haben, denn sie ist eine Münze des römischen Kaisers und damit disqualifizieren sie sich selbst. Und Jesus sagt, gib dem Kaiser doch, was ist Kaiser? Und Gott, was Gottes ist. Über die Wirklichkeit einer künftigen Auferstehung, da spielten die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glaubten, eine große Rolle. Die Frage nach dem höchsten Gebot, indem Jesus ganz deutlich das Alte Testament aufgreift, die völlige Liebe zu Gott und die Liebe, selbstlose Liebe zum Nächsten. Da sieht sich Markus in voller Übereinstimmung mit dem Gebot des Alten Testaments. Dann folgt im 13. Kapitel die große Rede Jesu über die Endzeit, die einen spezifisch apokalyptischen Charakter hat. Da hier auch auf Ereignisse hingewiesen wird, die im großen jüdischen Krieg 66 bis 70 nach Christus Wirklichkeit wurden, als die Urgemeinde Jerusalem verlassen musste
und in die umgebenden Berge flüchtete, wird dies oft als Hinweis gesehen, dass das Markus-Evangelium kurz nach 70 entstanden ist und aufgeschrieben wurde. Auch das angekündigte Auftreten von jüdischen Unheilspropheten weise in diese Richtung. Ausgelöst wird diese große Rede durch diese Ankündigung der völligen Zerstörung des Tempels, auf dessen dauernden Bestand natürlich seine Gegner alles gesetzt hatten. Und er sagt, dieses wird nicht Gottes Wohnung in Ewigkeit bleiben. Worauf sollte nun das Vertrauen beruhen, wenn es keinen Ort der Sühne für die Sünden des Volkes mehr gab? Und das war für die Juden der Tempel. Kein Ort der handgreiflichen Präsenz, der vergebenden Gnade und Liebe Gottes. Markus antwortet mit dem Passionsbericht, weil es hier um den Neubau des nicht mehr von Menschen handgemachten Tempels geht. Und dann beginnt Markus die Passions- und Ostergeschichte Jesu von der Salbung in Bethanien, dem Verrat des Judas, vom Abendmahl, der Ankündigung der Verleugnung des Petrus über den Kampf Jesu in Gethsemane, seine Gefangennahme, sein Verhör vor dem Hohen Rat und vor Pontius Pilatus. Dies alles hat offenbar Markus aus ganz anderen Quellen die Vorlagen, denn ich sagte vorhin bereits, das Passionsgeschehen war immer im Zentrum aller Verkündigung. Und dann ging es über seinen Tod, seine Grablegung, schließlich der Bericht über das Geschehen des Ostermorgens. Keine Frage, Markus sieht in diesem Passions- und Ostergeschehen Gott selbst als den Handelnden und die Jesusgeschichte als Erfüllung des Heilswillens Gottes, zu der bereits sich in der Schrift des Alten Testaments alles vorgezeichnet ist. Noch zu sagen, die Markus 16, 9 bis 20, die letzten Verse sind wahrscheinlich später hinzugefügt, denn sie fehlen in den ältesten Handschriften. Sie werden als Zusammenfassung der Auferstehungsberichte in verkürzter Fassung gesehen von den anderen Evangelien her. Und das Markus-Evangelium schließt dann im Blick auf das Wirken der Boten Jesu in aller Welt. Sie zogen aus, sie predigten überall, in dem der Herr mitwirkte und das Wort durch die begleitenden Zeichen bestätigte. Natürlich konnte man davon ausgehen, dass die Inhalte des Markus-Evangeliums seinen Lesern weitgehend bekannt waren. Aber das für sie Neue macht die Zuordnung all dieser Inhalte zum Passions- und Ostergeschehen gewesen sein. Deshalb dreimal die Ankündigung des Leidens in 8,31, 9,31, 10,33 und schon ganz am Anfang verdeutlicht, dass Jesu Gegner seinen Tod im Auge haben, wie ich das vorhin schon ausführte. Das zieht sich durch das ganze Leben Jesu hindurch. Alles, so sieht es Markus, was von Jesus überliefert ist, seine Verkündigung, seine Lehre, die Berufung und Nachfolge seiner Jünger, die vielfältigen Diskute mit seinen Gegnern und sogar die Ankündigung des bevorstehenden Endereignisses in Gericht und Rettung, alles gehört wesenhaft zur Sendung des Sohnes Gottes hinzu, die ihr Ziel und ihre Mitte in seinem Leiden, Sterben und Auferstehen hat. Einen letzten Aspekt möchte ich nicht unerwähnt bleiben, dass Jesus der Christus, der Messias Gottes ist, der von Gott Gesandte, bleibt bei Markus im ersten Teil bei der Darstellung des Wirkens Jesu in Galiläa völlig ungesagt. Mehr noch, alle Handlungen werden vom Befehl Jesu begleitet, seine Messianität solle der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Erst in Caesarea Philippi ist Petrus der Erste, der dieses Bekenntnis deutlich ausspricht. Und ist dann vom Hohen Rat, als der hohe Priester fragt, bist du denn der? Da sagt Jesus, der bin ich. Und dann als Erster, und das ist der Hammer, ein Heide, der römische Hauptmann unter dem Kreuz, der alles mitverfolgt hat, was da am Kreuz geschieht, er sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das sogenannte Messias-Geheimnis bei Markus, endgültig wird es dann der auch nicht-jüdischen Welt geöffnet. Für Markus erweist sich in der Geschichte Jesu, und deshalb hält er zunächst zurück, wer er ist. An ihm als Person erweist sich das Heil der Welt. Er ist es, der in seiner Zeit für alle Zeiten und in seiner Person für alle Zeiten Evangelium, das heißt frohe Botschaft Gottes, präsentiert. Auf den sollt ihr hören. Meine Damen und Herren, über die Urheberschaft des Markus, wer dieser war, der Schreiber des ältesten Evangeliums, über die Beziehung von Markus zu Matthäus und Lukas, das heißt zu den sogenannten synoptischen Evangelien, möchte ich am nächsten Montag reden. Heute war es meines Erachtens notwendig, in einer etwas ausführlicheren Weise einmal die Hintergründe des Neuen Testaments einzuführen, dies Buch der Bücher in seinem Werden und in seiner Bedeutung für die ersten Christen und für die ganze Christenheit zu erkennen.
Dies geschieht erst dann, wenn wir tiefer in dieses Buch eindringen und in diesen Abenden auch dazu kommen, einzelne Texte zu besprechen. Auch das würde ich gerne mit Ihnen ein wenig tun.